Ja, meine lieben Mystery-Freunde, es gibt wieder eine spannende UFO-Sichtung, und zwar aus dem Jahre 1998. Das Ganze ereignete sich in Drossendorf in Österreich. Mehrere Passanten aus Drossendorf sahen am 3. Juli 1996 eine UFO-Landung. Ein Anrainer dieses Ortes gelang sogar eine Aufnahme von dem besagten Ereignis. In der Videoaufnahme erkennt man zwar ein Objekt, aber wie so oft sind die Aufnahmen, wie man sie erkennt bei UFO-Sichtungen, immer schlecht. Ja, meine Lieben, wie kam es zu dieser eigentlichen UFO-Sichtung? Martin Wimmer aus Drossendorf erzählt Folgendes. UFOs sind pyramidenförmig aus Tropfenstein und haben als Insassen eine halbe Marille. So sieht sie zumindest Becker Linsbauer aus Drossendorf im Waldviertel. Denn er hat als erstes ein rätselhaftes Lichterscheinungen mit bleibenden Spuren vermerkt. UFO-Leibchen gehen weg wie warme Semmel, meint er. Heute haben wir 50 UFOs gehabt, um 10 waren es aus, so Gattin Elisabeth. Morgen macht man noch mehr. Was geschah eigentlich da? Im folgenden Teil werde ich euch einmal die Originalaufnahmen vorspielen. Hier die Aufnahmen des Originalvideos aus dem Jahre 1996. Rudolf Slama, ein 77-jähriger pensionierter Grafiker, erzählt Folgendes. Ich konnte in der Nacht zum Samstag seit einer Kriegsverletzung wieder einmal nicht schlafen. Ich ging auf den Balkon der Planer Mühle, steckte mir eine Zigarette an und vergaß aufs Rauchen. Denn was ich sah, war ebenso unerklärlich wie faszinierend. Denn in 200 Meter Entfernung stand ein unbekanntes, leuchtendes Objekt. Es war wie eine oben runde Patrone und etwa 4 Meter hoch. Unten sah man blendende Lichtscheine und daneben standen zwei Gestalten. Ich habe mir meine Videokamera geschnappt, bin runter und wollte mich nähern. Aber da ist es dann in hohen Bogen weggezischt. Hausfrau Edi Planer sah das Objekt ebenfalls bei der Landung. Und Samstag früh besaß ich Slama die Landestelle. Da gähnten drei Erdlöcher, angeordnet als Spitzen eines gleichseitigen Dreieckes mit 1,4 Meter Seitenlänge. Dazwischen war das Gras verbrannt. Der UFO-Zeuge weihte Bürgermeister Franz Kreschtan ein. Und der machte es öffentlich und sagt, Slama ist ein völlig glaubwürdiger Mann, der Alkohol meidet. Am Tag danach, Gendarmerie und Feuerwehr, nahm das Gelände an der tschechischen Grenze unter die Lupe. Strahlenmessungen ergaben nichts. Jetzt sollen Erdproben kriminaltechnisch untersucht werden. Auch das Bundesheer muss passen. Flieger Oberst Wolf, Dieter Deser, wir haben weder undefinierbare Radarsignale noch Luftraumverletzungen registrieren können. Die Ergebnisse eines Kuriers und Lokalaugenscheins am Dienstag ergaben. Die UFO-Piste ist zum Wallfahrtsort geworden. Pfadfinder, Pendler, Routengeher, Touristen in Scharen. Drei Viertel der Bevölkerung glaubt an Überirdisches. Rentner versperren die Türen. Kinder fürchten sich. Der Oberförster, einer der Skeptiker. Um so etwas zu machen, braucht man bloß einen Holzpfosten und eine Lötlampe. Aber der Ortschef hingegen ist vom Rätsel überzeugt, Kreschtan. Da hat sich niemand gespielt. Es war etwas Außergewöhnliches. Die Routengeher haben gewaltige Kraftlinien und magnetische Felder festgestellt. Das hat sich gedreht wie ein Ringelspiel. Die Experten würden alles unter Verschluss halten. In dem folgenden Videoausschnitt, das ich euch nun zeigen werde, seht ihr, wie Radiostationen und Fernsehstationen ein Interview halten. Mit einem angeblichen Zeuge, der ebenfalls diese Sichtung beschreibt. Dass ich auch etwas davon habe. Das ist jetzt die siebte Kamera, was man entgegenschaut.
mehr in die Knie gehabt, Gerold. Elegant. Der Urtäter. Na, was tun wir inszenieren? Was tun wir inszenieren? Das hätte ich ganz gerne an. Der Wind ist vielleicht auch richtig. Ja, das ist es. Ich verstehe es sehr gut, aber wenn es nicht unbedingt der Tisch das Längen wäre, wäre es mir sehr recht, weil da Leute waren ereignet. Also Sie waren der Erste dort, wie hat das ausgesehen? Also der Onkel war zuerst das erste Mal dort und er hat mich vor 10 vor 10 am Samstagvormittag geholt mit der Tante. Die wird sich wahrscheinlich eh schon für die Liebe kommen. Ne? Und so hat er gesagt zu mir, zeigt mir etwas. Ne? Ich soll mir meine Gummistiefel anziehen und auf die Wiese nach hinten gehen. Ne? Und beim Runtergehen hat er mir eben das erzählt, von der UFO und so. Ich habe zuerst geglaubt, man erträumt irgendwie. Ne? Und dann, wie ich das eben gesehen habe da unten, also war ich echt fasziniert bei der ganzen Sache. Weil rundum hat er keine Fußspuren, gerade nur seine Fußspuren, die dort waren. Die verbrannte Erde und das verbrannte Gras und die drei Wiesen. Wie und hat das so, ausgesehen? Das war komplett frisch verbrannt, also noch ganz grau. Und die Dreieck, also die, im Dreieck, die haben die Löcher, die runden, und ungefähr 15-20 cm tief und gerade. Obwohl die Wiese schräg ist, und sind gerade Löcher drin. Und also, was glauben Sie? Ich glaube jetzt nicht dran. Was? Dass es überirdische Sachen gibt. Den ganzen Satz. Und ich glaube jetzt nicht dran, dass es überirdische Sachen gibt. Und? Also das heißt, was glaubst du, was da war? Dass da sicher ein Ufer gelandet ist oder irgendwas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand gemacht hat. Weil erstens rundherum keine Fußspuren oder so irgendwas zum Sehen war. Und das Gras ist ja ziemlich hoch, da müsste man was gesehen haben. Ne? Kommt dann links die Bayer, rechts der Mühlbach. Also nirgendwo war irgendwas zu sehen. Und gerade da in der Mitte der braune Fleck, also die verbrannte Erde und das verbrannte Gras mit den drei Löchern. Glauben Sie, könnte es eine Erklärung geben, dass der Außerirdische ausgerechnet nach Rosenbach kommt? Ja, vielleicht die Ruhe, was da ist. Ne? Also, wie gesagt, ne? Nichts anderes kann man mir nichts vorstellen. Ne? Also, ich habe das auch in Kautzen umverfolgt bei diesen Dings, weil das war, glaube ich, erst unlängst in der SZ, aber nicht alles erst, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich da. Und diesen ganzen Satz nochmal, warum vermuten Sie, dass das Gehirn gelandet ist? Ich vermute oder ich glaube, also, wenn Sie so anfangen zu reden. Was soll ich da jetzt vermuten? Ganz, wie ich gesagt habe, da hinten ist nichts. Also ist die komplette Ruhe da hinten und vielleicht haben sie sich irgendwie, vielleicht haben sie Wasser auch hingegangen oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, aber so stelle ich mir das eben vor. Das Drosengrasenhofen, Drosendorf, nicht Wasserhofen. Das Drosendorfer Wasser besonders gut. Das ist gut, ja. Wenn es kostet, wir waren Brunnen dort. Bitte. Nach dem Vorfall wurde der Fall genauer unter die Lupe genommen. Und einige kamen zu dem Entschluss, das vom Zeugen Rudolf Slammer gedrehte Video stimmt mit der von ihm berichteten Geschichte nicht überein. Der angeblich darin zu sehende Lichtkegel stellt sich als eine Spiegelung seines eigenen Körpers in einer Fensterscheibe heraus. Die dabei auftretenden Leuchteffekte stammten von der Kontrollleuchte der von ihm verwendeten Kamera. Dies ist insofern bemerkenswert, als er in seiner Version immer bestritten hat, von seiner Wohnung aus gefilmt zu haben. Die Landespuren entsprechen in Form und der Größe dem Umfang von eingegrammelten doppelelitenden Weinflaschen, während die Brandspuren auf Verbrennungen von Dieseltreibstoff hindeuteten. Geruchsproben der Anwohner bestätigen diese Theorie gravierend. Und ganz nebenbei, am Abend des Ereignisses wurde in Drossendorf auch eine Sonnenwendenfeuer angefacht. Diese Aufgabe übernahm bereitwilliger die ortsässigen Feuerwehr, wobei sie angeblich so ungeschickt mit dem Diesel handierten, dass sie beinahe einen Waldbrand verursacht hätten. Die Erklärung der Gendarmerie, es habe sich um Schweizer Kracher gehandelt, entbehrt jegliche Grundlage, zumal die Anrainer über keinerlei Knalleffekte zu berichten wussten. Die angeblich einzige mysteriöse Lichtquelle im Video dürfte von einer Taschenlampe stammen.
Somit wäre ja das Ganze eigentlich schon geklärt. Gäbe es da nicht diese Zeugen, die eine ganz andere Sichtweise haben als bisher gedacht. Es ist gut anzunehmen, dass man hier wieder versucht, eine logische Erklärung daraus zu setzen. Und wenn man schon ein Fest veranstaltet mit einem großen Feuer, sind natürlich auch einige Dorfbewohner sicherlich dort vor Ort. Und wenn ein Dorffest schon einmal im Gange sein sollte, mit großem Feuerwerk und weiß ich der Geier alles, dann ist das wohl in den Dorfgemeinden sicherlich bekannt. Und da würde ich schon mal sagen, da gibt es einige Fakten, die nicht ganz so zusammenpassen. Ich denke mir, hier wird vielleicht versucht, eine logische Erklärung zu finden. Von irgendetwas, was man nicht unterordnen konnte. Sei es mal dahingestellt, was es auch war, es bleibt bisher nur, würde ich mal sagen, ein Phänomen der besonderen Art, was sich dort 1996 zugetragen hat, in diesem kleinen Waldviertel an der tschechischen Grenze. Gerne könnt ihr Kommentare da lassen, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht findet sich sogar noch in den Kommentaren ein weiterer Zeuge, der sich noch an diesem Ereignis damals 1996 erinnern kann. Und hiermit beenden wir das Thema und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören. Weggezischt. Hausfrau Edi Planer sah das Objekt ebenfalls bei der Landung. Und Samstag früh besah sich Slama die Landestelle. Da gähnten drei Erdlöcher, angeordnet als Spitzen eines gleichseitigen Dreieckes mit 1,4 Meter Seitenlänge. Dazwischen war das Gras verbrannt. Der UFO-Zeuge weihte Bürgermeister Franz Kresch dann ein. Und der machte es öffentlich und sagt, Slama ist ein völlig glaubwürdiger Mann, der Alkohol meidet. Am Tag danach, Gendarmerie und Feuerwehr nahm das Gelände an der tschechischen Grenze unter die Lupe. Strahlenmessungen ergaben nichts. Jetzt sollen Erdproben kriminaltechnisch untersucht werden. Auch das Bundesheer muss passen. Flieger Oberst Wolf, Dieter Deser, wir haben weder undefinierbare Radarsignale noch Luftraumverletzungen registrieren können. Die Ergebnisse eines Kuriers und Lokalaugenscheins am Dienstag ergaben. Die UFO-Piste ist zum Wallfahrtsort geworden. Pfadfinder, Pendler, Routengeher, Touristen in Scharen. Drei Viertel der Bevölkerung glaubt an Überirdisches. Rentner versperren die Türen. Kinder fürchten sich. Der Oberförster, einer der Skeptiker. Um so etwas zu machen, braucht man bloß einen Holzpfosten und eine Lötlampe. Aber der Ortschef hingegen ist vom Rätsel überzeugt, Krestan, da hat sich niemand gespielt. Es war etwas Außergewöhnliches. Die Routengeher haben gewaltige Kraftlinien und magnetische Felder festgestellt. Das hat sich gedreht wie ein Ringelspiel. Die Experten würden alles unter Verschluss halten. In dem folgenden Videoausschnitt, das ich euch nun zeigen werde, seht ihr, wie Radiostationen und Fernsehstationen ein Interview halten. Mit einem angeblichen Zeuge, der ebenfalls diese Sichtung beschreibt. Dass ich auch etwas davon habe. Das ist jetzt die 7. Kamera, was mir entgegenschaut. Mehr in den Knie gehabt, Gerold. Elegant. Der Urtäter. Nein, ich tue mir inszenieren. Das hätte ich ganz gerne an. Und der Wind ist gleich auch richtig. Ich verstehe das sehr gut, aber wenn es nicht unbedingt der Tiefste Längen wäre, wäre es mir sehr recht, weil da Leute in Wanne eignen. Und gerade. Obwohl die Wiese schräg ist und es sind gerade Löcher drin. Und also, was glauben Sie? Ich glaube jetzt nicht an. Was? Dass es überirdische Sachen gibt. Den ganzen Satz. Und ich glaube jetzt nicht an, dass es überirdische Sachen gibt. Und? Also das heißt, was glaubst du, was da war? Dass da sicher ein Ufer gelandet ist oder irgendwas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand gemacht hat. Weil erstens rundherum
keine Fußspuren oder so irgendwas zum Sehen, weil das Gras ist ja ziemlich hoch, da müsste man was gesehen haben. Ne? Hoch dann links die Teier, rechts der Mühlbach. Also nirgendwo war irgendwas zu sehen. Und gerade da in der Mitte der braune Fleck, also die verbrannte Erde und das verbrannte Gras mit den drei Löchern. Was glauben Sie, könnte es für Erklärung geben, dass der außerirdische Ausgang nach Rosenbach kommt? Ja, vielleicht die Ruhe, was da ist. Ne? Also, wie gesagt, ne? Nicht anders kann man mir nichts vorstellen. Ne? Also, ich habe das auch in Karlsruhe verfolgt bei diesen. Das war, glaube ich, erst unlängst in der SZ, aber nicht alles einstellt, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich da. Können Sie den ganzen Satz nochmal, warum vermuten Sie, dass die hier gelandet sind? Ich vermute oder ich glaube, also, wenn Sie so anfangen. Was soll ich da jetzt vermuten? Ganz, wie gesagt, aber da hinten ist nichts. Also ist die komplette Ruhe da hinten und vielleicht haben sie sich irgendwie, vielleicht haben sie Wasser auch gegangen oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, aber so stelle ich mir das eben vor. Hm? Das Drosendrasenhofen, Drosendorf, nicht Wasserhofen. Das Drosendorfer Wasser besonders gut. Das ist gut, ja. Wenn es kostet, wir waren Brunnen dort. Bitte. Ja, nach dem Vorfall wurde der Fall genauer unter die Lupe genommen und einige kamen zu dem Entschluss, das vom Zeugen Rudolf Slammer gedrehte Video stimmt mit der von ihm berichteten Geschichte nicht überein. Der angeblich darin zu sehende Lichtkegel stellt sich als eine Spiegelung seines eigenen Körpers in einer Fensterscheibe heraus. Die dabei auftretenden Leuchteffekte stammten von der Kontrollleuchte der von ihm verwendeten Kamera. Dies ist insofern bemerkenswert, als er in seiner Version immer bestritten hat, von seiner Wohnung aus gefilmt zu haben. Die Landesspuren entsprechen in Form und der Größe dem Umfang von eingegrammelten doppelliternden Weinflaschen, während die Brandspuren auf Verbrennungen von Dieseltreibstoff hindeuteten. Geruchsproben der Anwohner bestätigen diese Theorie gravierend. Und ganz nebenbei, am Abend des Ereignisses wurde in Drossendorf auch eine Sonnenwendenfeuer angefacht. Diese Aufgabe übernahm bereitwillige die ortsansässigen Feuerwehr, wobei dann links die Teier, rechts der Mühlbach. Also nirgendwo war irgendwas zu sehen. Und gerade da in der Mitte der braune Fleck, also die verbrannte Erde und das verbrannte Gras mit den drei Löchern. Was glauben Sie, könnte es für Erklärung geben, dass der außerirdische Ausgang nach Rosenbach kommt? Ja, vielleicht die Ruhe, was da ist. Ne? Also, wie gesagt, ne? Nicht anders kann man mir nichts vorstellen. Ne? Also ich habe das auch in Karlsruhe verfolgt bei diesen Dings, weil das war, glaube ich, erst unlängst in der SZ, aber nicht alles einstellt, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich da. Können Sie den ganzen Satz nochmal, warum vermuten Sie, dass die hier gelandet sind? Ich vermute oder ich glaube, also, wenn Sie so anfangen. Was soll ich da jetzt vermuten? Ganz, wie gesagt, aber da hinten ist nichts. Also ist die komplette Ruhe da hinten und vielleicht haben sie sich irgendwie, vielleicht haben sie Wasser reingegangen oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, aber so stelle ich mir das eben vor. Hm? Das Drosendrasenhofen, Drosendorf, nicht Wasserhofen. Das Drosendorfer Wasser besonders gut. Das ist gut, ja. Wenn es kostet, wir waren Brunnen dort. Bitte. Ja, ich hätte. Nach dem Vorfall wurde der Fall genauer unter die Lupe genommen und einige kamen zu dem Entschluss, das vom Zeugen Rudolf Slammer gedrehte Video stimmt mit der von ihm berichteten Geschichte nicht überein. Der angeblich darin zu sehende Lichtkegel stellt sich als eine Spiegelung seines eigenen Körpers in einer Fensterscheibe heraus. Die dabei auftretenden Leuchteffekte stammten von der Kontrollleuchte der von ihm verwendeten Kamera. Dies ist insofern bemerkenswert, als er in seiner Version immer bestritten hat, von seiner Wohnung aus gefilmt zu haben. Die Landesspuren entsprechen in Form und der Größe dem Umfang von eingegrammelten doppelliternden Weinflaschen, während die Brandspuren auf Verbrennungen von Dieseltreibstoff hindeuteten. Geruchsproben der Anwohner bestätigen diese Theorie gravierend. Und ganz nebenbei, am Abend des Ereignisses wurde in Drossendorf auch eine Sonnenwendenfeuer angefacht.
Diese Aufgabe übernahm bereitwillig die ortsässigen Feuerwehr, wobei sie angeblich so ungeschickt mit dem Diesel handierten, dass sie beinahe einen Waldbrand verursacht hätten. Die Erklärung der Gendarmerie, es habe sich um Schweizer Kracher gehandelt, entbehrt jegliche Grundlage. Zumal die Anrainer über keinerlei Knalleffekte zu berichten wussten. Die angeblich einzige mysteriöse Lichtquelle im Video dürfte von einer Taschenlampe stammen. Somit wäre ja das Ganze eigentlich schon geklärt. Gäbe es da nicht diese Zeugen, die eine ganz andere Sichtweise haben